Auge. Ein Mädchen ein anderes Bild wahrnimmt als das rechte Auge. Das hängt mit den unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Objekt zusammen. Aus den beiden Bildern und vor allem deren Unterschiede errechnet unser Gehirn die räumliche Information. Sie können das selbst einmal ausprobieren, meine Damen und Herren. Chris macht es auch gerne einmal vor. Sie nehmen den Finger und je näher Sie den Finger zur Nase führen, desto mehr schielen Sie und umso unterschiedlicher werden die Bilder für die Augen. Das gleiche geht auch umgekehrt. Je weiter Sie den Finger von der Nase entfernen, desto paralleler wird Ihr Blickwinkel und umso ähnlicher das Bild, welches das linke bzw. rechte Auge wahrnimmt. Und unsere 3D-Kameras tun eigentlich ganz genau das. Sie imitieren das natürliche Verhalten unserer Augen. Ja, die beiden unterschiedlichen Bilder der Kameras werden an unsere Post-Production hier gesendet, wie Sie das sehr schön in unserer Live-Produktionsecke hier sehen können. Und die beiden Signale können dann über unsere Panasonic-Regiemonitore betrachtet werden, wo wir beispielsweise Farben und Tiefenwerte kontrollieren. Und über